So, willkommen zurück bei Simon. Der Typ meinte, wir sollten die Tiere zurückstellen. Na, dann tun wir das halt mal. Geht das so? Geht das? Und wie bitteschön soll ich das anstellen? Keine Ahnung. Ich will die wieder zurückstellen, aber es geht nicht. Das habe ich bereits. Na, dann sollst du es aber hingeben. Ja, tut mir leid, mein Herr. Wir können Ihnen Ihre gestohlene Ware nicht zurückgeben, all dieweil uns diese Option nicht zur Verfügung Reine steht. Zeitverschwendung. Sie sind nicht sehr hell. Wie kriege ich das hier weg? Was ist denn das eigentlich für eine Funktion? Was für eine bizarre Idee. Keine Ahnung, sag mir doch mal, was das ist. Sagt mir ja keiner. Kann man das vielleicht öffnen einfach nur? Ich möchte nicht, dass Sie aus dem Glas entkommen. Naja, ich will raus hier, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich stecke die Tiere zurück in die Maschine, bevor ich gehe. Dann mach das. Warum die Maschinen? Die standen doch im Regal. Ja, von mir aus halten die Maschine zurück. Ist mir auch völlig buggy. Dann zum Glück sind wir aus diesem komischen Laden draußen. Und gehen mal in den zweiten komischen Laden, den wir hier finden. Der sieht relativ witzig aus. Zumindest verspricht das das Schild. Aha, Kostüme. Scherzartikelhändler. Chocol. Bananenschale. Witzbuch. Scherzartikelhändler. Bla 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 bla. Werbeplakat. Mal gucken, was steht denn auf dem Werbeplakat? Eine Werbung für Stinkbomben. Sie sind leider noch nicht fertig. Ich arbeite noch an der Rezeptur. Da kannst du auch keine Angebote machen, wo du noch keine Produkte dazu hast. Also geht ja gar nicht. Furzpulver, yay! Da steht der absolute Abheber. Das Zeug ist ziemlich, nun, potent. Das Konzentrat von 16 Pfund Bohnen in jeder Schachtel. Oh. Hilfe! Hier sind doch alle irgendwie völlig durch den Wind. Das Witzebuch? Eine Ausgabe des Playboys wäre mir lieber. Na gut, wir labern mal. Erstmal gucken wir uns den an. Er fertigt gerade ein Gorilla-Kostüm an. Ah ja. Wir quatschen mal mit dem netten Herrn. Entschuldigung? Warte, 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 bleib stehen. Jetzt kommt's. Siehst du diese Blume? Ah. Ja? Bist du sicher? Ist das eine Fangfrage? Boah. Oh, meine Güte. Bist du fertig? Tut mir leid. War nur ein kleiner Scherz. Hier, nimm meine Hand zur Entschuldigung. Jetzt macht's einen Okay. Elektroschock wetten. Na klar. Boah. Was für ein Trottel! Fällt auf diesen alten Trick rein! Es Bla gibt doch bla immer wieder bla, halt's neue Maul. Opfer! Mir reicht's! Ich gehe! Oh Gott. Ich meine, Retro-Spiele haben ja was für sich, aber man merkt, dass es irgendwo vor 95 ist. Himmel, die Witze sind ja so alt, da müsst ihr jedem Lebewesen Bart wachsen. Und ich will ja eigentlich wieder vom Marktplatz runter. Geht das irgendwie? Da hinten sind wir hergekommen, da wird es auch wieder runtergehen. Genau. Gut, hier sind nur irgendwelche blöden Witzbolde auf dem Markt. Kreditbüro. Sumpf, es gibt schon wieder einen Sumpf. Wir gucken dann nochmal kurz zum Kreditbüro. Und dann gehen wir mal zu dem Platz mit dem Zelt. Da soll ja übel die Randale sein. Oh, 3000% Interest. Daran habe ich überhaupt kein Interesse. Kanaldeckel. Ein Clown. Der sieht ja nicht so witzig aus. Ein dicker, langweiliger Clown. Hat er irgendeine Aussage zu machen? Hallo? Hallo? Wow.
Dieses Gespräch geht ab wie die Feuerwehr. Das dachte ich mir gerade auch. Wie schön mit dir zu reden, ja? Na, na. Ja, bring mal einen Witz an mit der Feuerwehr, wenn das ein Witz sein soll. Mal gucken, ob er darauf irgendwie reagiert. Dieses Gespräch geht ab wie die Feuerwehr. Möchtest du einen Witz hören? Ich bin hier für dumme Sprüche verantwortlich. Na gut, wir können ja auch mal andere dran lassen, oder? Solange es kein Manta- oder Blondinenwitz ist. Oh, Manta-Witze. Na gut. Mal gucken, vielleicht kann ich ja in mein eigenes Witze-Repertoire aufnehmen. Klar, ist der gut? Darum erzähle ich ihn dir ja. Ich arbeite gerade an ein paar brandneuen. Okay, schieß los. Okay, also, was ist gelb und hüpft auf der Wiese? Ein Stück Butter? Eine gedopte Sonnenblume? Yep. Ein Postfisch? Ein chinesisches Känguru? Das mit der gedopten Sonnenblume. Eine gedopte Sonnenblume? Ein Postfrosch. Verstehst du? Ein Postfrosch. Ja. Ein Frosch, der... Ja. Ach so, alles klar. Der ist witzig. Ich weiß noch einen. Wie viele Spieler hat das Intel-Fußballteam? Das Intel-Fußballteam? Gar kein, das nicht voll DOS-kompatibel wäre? Das hört sich doch mal ziemlich nerdig an. Gar keine, da es nicht voll DOS-kompatibel wäre. 10,9997. Den raff ich nicht. 10,9997? Wir haben es mit ihrem neuesten Prozessor ausgerechnet. 10,9997. Verstehst du nicht? Hoffentlich nimmt uns diesen Witz niemand übel. Warte, kennst du die Geschichte mit der Butter? Nein, ich glaube nicht. Erzähl sie mir. Besser nicht, du könntest sie verbreiten. Oh Mann. Gott. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich auf den reingefallen bin. Nun, was denkst du? Du hast ein Riesenproblem, Kumpel. Diese Witze sind noch älter als die von Otto. Hey, sag nichts gegen Otto. Ich bin sowieso fertig. Nimm's leicht. Bleib unerreicht. Man kann im Leben nicht nur gewinnen. Ach Gott. Jetzt muss man so einen Haufen alte Witze pressen. Schrecklich. Da gehe ich mir doch lieber mal einen Kredit holen und, keine Ahnung, den Clown mit dem Geld erschlagen. Sekretärin, eine nette Topfpflanze, Zertifikat, Das ist Ihnen für gut. Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Wow. Simon beherrscht den Schattenschritt. Nicht schlecht. Ich bin an den Kredit interessiert, nein. Was genau ist das hier? Dies ist das Kreditbüro GLTAI und Co. Einige der Gerüchte über uns sind übrigens stark übertrieben. Welche Gerüchte, bitteschön? Welche Gerüchte? Die meisten sind übertrieben, wie gesagt. Vor allem diese über die Möller-Familie in der 74. Sind Sie an einem Kredit interessiert? Nein, ich habe zwar kein Geld, aber ich will auch keins. Genau. Nein, danke, ich bin verschuldet genug. Kommen Sie später wieder, falls Sie es sich anders überlegen. Ich möchte auch gar nicht zu dem Typen rein, weil das ist mir doch alles sehr suspekt hier. Man sollte sich vor zwielichtigen Finanzgeschäften irgendwie zurückhalten. Wir gucken lieber mal in die Schwärze. Er sieht sehr schwer aus. Na, du hast doch hier im Benutzer Brecheisen mit Kanaldeckel. Haha, es funktioniert. Tja, gehe ich da jetzt schon runter oder? Ja, ach, wo wir gerade mal dabei sind, runter damit. Na,
Na, hier sieht's ja geil aus. Und zwar so richtig. Mami! Na und, das ist... Ich gehe auf keinen Fall auch nur einen Schritt näher. Hm. Ah, ja. Das war ja mal ein kurzer Ausflug. Ich schwöre, dass ich niemals wieder eine von ihnen den Abfluss hinunterjage. Ja, die mutieren nämlich da unten. Okay, also wir müssen irgendwie die Spinne wegkriegen, dann kommen wir da auch weiter. Können wir hier so weitergehen? Nee, gehen wir wieder raus. Mal sehen, die kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie kleine Spinne. Kalypsos Laden, Rathausplatz haben wir auch noch. Ich gucke erstmal zum Magiewettbewerb. Rathausplatz, aha. Bla bla bla. Na, der sieht ja nett aus. Ein leckerer Angestellter. Er füllt Formulare aus. Hm, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Entschuldigung? Ja. Was hat es denn hier mit dem Kram auf sich? Na gut, das steht ja irgendwo dran. Feiert hier jemand eine Gartenparty? Natürlich, ja. Ich will an dem magischen Wettbewerb teilnehmen, genau. Kann ich hier am magischen Wettbewerb teilnehmen? Ja. Gut. Ich brauche nur ein paar Angaben. Mhm. Name? Uri Geller, David Copperfield, Franz Josef, nein. Simon. Mann oder Frau? Neutral. Na gut, wir bleiben mal bei der Wahrheit, sonst kriegen wir irgendwann Stress mit dem Staat. Männlich, glaube ich. Ich setze männlich ein. In Ordnung? Wenn Sie meinen. Wann sind Sie geboren? Ich glaube, es war ein Donnerstag. Ich glaube nicht an Geburtstage. Ich bin nicht geboren, ich bin geschlüpft. Hier. Ich bin nicht geboren, ich bin geschlüpft. Okay. Setzen Sie sich ins Wartezimmer und warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Sie sind die Nummer 9. Alles klar? Ich bin keine Nummer. Ich bin ein freier Mann. Ich hasse Leute, die immer so schamlos auf Publicity aus sind. Ach ja? Hören Sie, ich lasse mich nicht so behandeln. Jeder Mensch und jeder Holzwurm hat das Recht auf freie Entfaltung. Das habe ich im letzten Spiel gelernt. Würden Sie sich jetzt bitte ins Zelt begeben? Okay, wir sind die Wartenummer 9. Haben wir die irgendwo? Ach, der Gutschein noch von dem blöden Sumpf, Kasper. Ich schätze, wir kommen sowieso... Dieser Wettbewerb ist noch nicht so recht nach meinem Geschmack. Wir kommen sowieso bestimmt nicht dran, bevor wir nicht irgendwas gemacht haben. Der ist cool. Der gefällt mir, mit dem rede ich mal. Du siehst aus, als würdest du schon länger warten. Nicht gerade der ideale Gast für eine Talkshow. Kann man hier irgendjemandem was erzählen? Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Was macht denn der da mit seinem blöden Horror? Gibt's hier irgendwas noch? Hallo, Bruder! Was hast du gesagt? Ich sagte, hallo, Bruder! Du bist nicht mein Bruder, Junge. Ich meinte auch mehr im spirituellen Sinne. Bitte? Vergiss es. Ich habe einen höllischen Schnupfen, weißt du? Ich kann absolut nichts riechen. Na und du wirst wahrscheinlich auch nichts hören, du Quatschkopf. Hast die Worte wieder überall hingeschmiert. Na hier geht die übel die Spannung ab. Können wir hier irgendwo weitergehen? Ach, die sind nicht so wirklich spaßig, die Leute. Aber er ist cool. Er hat was. Würde ich sofort einstellen, sehr vertrauenswürdig. Der scheint Kompetenzen zu haben. Gut, ich will mal zum Rathausplatz gucken. Mal gucken, wie das Rathaus aussieht. Hier ist wieder ein Baum mit Gesicht. Hier ist eine kleine Hütte, niedlich. Irgendwo hier Rathausplatz, genau. Eine Tanzgruppe, wunderbar. Vielleicht können wir mit der in der nächsten Folge irgendwas anfangen. Aber bis dahin erstmal tschüss.